was machen Sachen? Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil für die Texturen für die Schule. Wir haben ja schon gut was erstellt. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir machen Fliesen, wir machen ein, ja, das Dach machen wir, ein bisschen Tapete machen wir. Und dann haben wir es ja auch schon fast geschafft. Dann können wir Fenster, Türen erstmal machen. Und dann halt nach und nach Kleinkram. Ja, die Treppe sollte man doch machen, dass man tatsächlich auch mal hochkommt, weil die Collision ist halt echt in dem Pinselmesh nicht so gut gesetzt. Ich habe jetzt auch keine Lust, eine extra Collision machen, wenn ich ja eh die Treppe nochmal machen soll. Ich glaube auch, dass wir das direkt das nächste Projekt sein, sobald die Texturen fertig sind, dass ich eine vernünftige Treppe mache, dass wir halt auch in alle Stockwerke kommen. Ja, weiter geht's. Für unser Dach habe ich jetzt erstmal ein Wordeline gemacht. Da haben wir ja auch diese verschiedenen großen Boxen, wie wir auch so für die Räume haben. Die brauchen wir halt tatsächlich, weil halt der eine Boden ist, das andere Dach. Und einfach, um es mir leichter zu machen, da ja überall eh das Gleiche drauf soll, oben und anders wie halt in den Klassenräumen, wo mal das Holz ist, im Bad sind Fliesen. Habe ich einfach gesagt, okay, Wordeline, das ist. Da orientiert halt sich die Textur nicht an dem Mesh direkt, sondern einfach an den Koordinaten der Welt und wird dann halt quasi drauf projiziert. Ja. Ja, was genau jetzt tatsächlich für eine Textur auf den Dachboden soll, bin ich mir noch nicht so ganz einig. Ich habe jetzt halt erstmal ein bisschen was ausprobiert. Ja, ein bisschen Feedback wäre gut. Vielleicht fällt dem einen oder anderen ja was ein, was wir da schön Boden legen könnten.
ja so zwischenzeitlich habe ich mich auch entschieden, mal ein bisschen Licht in die Szene zu bringen, weil ja einige Stellen doch sehr, sehr im Dunkeln liegen. Ja, ich werde erst so rudimentär ein bisschen Licht machen, dass man halt schon ein bisschen was sehen. Die genauere Beleuchtung, wo welche Lampe zu stehen hat, werde ich dann im Laufe des Projektes irgendwann mal erstellen. Habe ich kurz entschlossen, einfach um die Texturen einfacher zu verteilen, dass mir halt noch eine halbe Wand mit nur einem Fenster fehlt. Das habe ich schnell erstellt und eingefügt. Wie bereits gesagt, ich platze hier ein paar Lichter rudimentär. Das ist jetzt noch nicht die endgültige, es sind viel zu wenig Lichter. Es beleuchtet nicht alles, aber einfach nur, dass wir so eine Grundbeleuchtung erstmal haben, weil ich dann demnächst einfach mal die Szene an sich baken will, dass wir so ein bisschen Schatten haben. Die Lichter an sich stelle ich erstmal auf Movable. Später, wenn wir dann halt tatsächlich mal eine spielbare Exe-Datei rausmachen möchten, müssen wir das natürlich ändern. Aber jetzt für den Anfang einfach nur, dass wir halt was sehen, wenn wir drinnen rum in der Szene arbeiten. Reicht das erstmal auf, wenn alles movable ist. Einfach nur, dass es funktioniert.